Auf der Orthopädie übernehmen Arzt Alwin Burger und Schwester Selvia einen Patienten aus der Notaufnahme, der von seiner Freundin begleitet wird. Der Türsteher hat Schmerzen im linken Unterschenkel. Doch die sind nicht sein einziges Problem. Ich war gerade im Fitnessstudio und wollte mein Beintraining machen. Ja. Und dann muss ich das Training abbrechen, weil ich hier so ein Schmerz gespürt habe, leicht wie ein Krampf, und ich wollte den halt... In der Wade wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Und wollte den halt lösen, und dadurch ist es noch schlimmer geworden. Und dann habe ich meine Freundin angerufen, dass sie mich hier hinbringt. Die primären Ideen des untersuchenden Arztes sind erstmal die nach einer Muskelzerrung, beispielsweise wenn ein Patient in dieser Situation zu ihm kommt und solche Beschwerden schildert. Ob eine weitergehende Schädigung dahinter steckt, eine ganz andere Ursache möglicherweise, das müssen weitere Untersuchungen ergeben. Ja, aber Schwarzpulse hatte aber gut, ne? Ja. Kann das irgendwie auch ein Raucherbein sein? Weil du rauchst halt auch extrem viel. Also ein Raucherbein sieht es jetzt nicht aus, muss ich sagen. Aber nicht das. Ja. Wie alt sind Sie? 37. Ja. Und wie viel raucht er? Ja, so ein Päckchen am Tag rauchst du schon. Ja, gut. Eine Packung vielleicht. Ich rauche seit meinem 16. Lebensjahr. Ja, und ich versuche so lange immer Zeitraum, ne? Genau, das ja, auch. Ja. Aber er hört nicht auf mich. Aber ja, zu meiner Verteilung kann ich sagen, dass ich zumindest Sport treibe und mich gesund ernähre. Ja. Im Gegensatz zu dir. Aber das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja. Also Rauchen ist ja trotzdem... Und außerdem bin ich weitaus fitter als die ganzen Kollegen, die nicht rauchen. Es ist jetzt nur so, dass Sie, wenn Sie nicht rauchen würden, wahrscheinlich noch fitter werden, als genau. Sie jetzt sind. Genau. Ja? Wir gucken mal, was mit der Durchblutung des Beines ist. Ja? Die Freundin des Patienten sprach von einem Raucherbein und befürchtete, dass das, was er jetzt hier erleidet, ein Raucherbein ist. Das habe ich eigentlich vom Tisch wischen können, denn der Patient ist mit 37 Jahren sicherlich nicht in der Altersklasse für solche Veränderungen. Allerdings, er raucht seit 21 Jahren und auch nicht zu knapp, sodass man davon ausgehen kann, dass er durchaus früher als andere Menschen Gefäßveränderungen zu erwarten hat, die letztlich auch im Raucherbein enden können. Also, es scheint ein Durchblutungsproblem zu geben. Ja, Sie haben zwar einen guten Fußpuls, das muss man sagen, wenn Sie so entspannt da liegen und nichts machen mit dem Bein. Ne? Aber in dem Moment, wo Sie das Bein durchstrecken und wo Sie den Fuß anziehen, wird die Durchblutung schlechter. Können Sie sich ruhig zurückdrehen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie halt bei irgendwelchen Übungen, die Sie im Fitnessstudio gemacht haben, genau diese Bewegung gemacht haben. Ne? Ja. Aber kann es vom Rauchen kommen? Also, weil Durchblutungsstörung ist... Also Durchblutungsstörung ist natürlich, wird nicht besser, wenn man raucht, sagen wir es mal so. Ne? Aber das ist ja schon ungewöhnlich. Ne? Jetzt ist halt die Frage, was ist mit der Gefäßversorgung des Unterschenkels? Ne? Sehen wir da irgendwelche Veränderungen oder nicht? Kann ich im Ultraschall nur sagen, ich kann den Puls darstellen, haben Sie auch gesehen und gehört. Ja. Ne? Man hört, wie das pocht und pulsiert. Und in dem Moment, wo Sie bestimmte Bewegungen machen, ändert sich das halt. Ne? Also, ich würde sagen, wir machen eine Kernspintomographie von dem Bein, von der Durchblutung des Beines. Ja? Ich kann ein MRT anmelden. Okay. Mit MRT-Angio. Okay. Und danach kann ich Ihnen sagen, wie es da aussieht. Ob der minder durchblutete Unterschenkel durch das Rauchen verursacht wurde oder was ansonsten dahinter stecken könnte, soll nun das MRT zeigen. Was der 37-Jährige noch nicht weiß, eine Durchblutungsstörung in seiner Wade müsste im schlimmsten Fall durch eine Operation behoben werden. Sie haben in der MRT-Untersuchung vom Knie und in der MRT-Untersuchung der Gefäße im Bereich der Kniekehle haben wir eine Durchblutungsstörung darstellen können. Ja, diese Durchblutungsstörung entsteht dadurch, dass, wie man sich das so vorstellen kann, das ist der Schnitt durchs Kniegelenk sozusagen. Hier hinter ist so eine Kuhle, ja, und in dieser Aussparung, da laufen die Blutgefäße durch. Ja. Jetzt haben Sie halt hier hinten einen Muskel, der bei Ihnen etwas kräftiger ausgeprägt ist durch das, oder kräftiger gestresst wird durch das Training. Der kann hier drauf drücken oder in diese Lücke reindrücken. Und der nimmt dann dem Blutgefäß den Platz weg. Ja. Und wenn es so ist, wird es abgedrückt, dann ist es im Grunde das Gleiche wie bei einer Durchblutungsstörung aufgrund anderer Veränderungen der Blutgefäße, dass einfach nicht mehr genug Blut unten ankommt. Und dann ist es bei Ihnen eben auch so, dass Sie da Schmerzen kriegen in der Wade. Ne? Dann wird das Bein von der Durchblutung schlechter. Das bedeutet, es wird kälter, das bedeutet, dass die Pulse schwächer werden, die Leistungsfähigkeit ist natürlich nicht da, aber die Schmerzen sind eben da. Und dann muss man eben hingehen und diesen Raum einfach größer machen, operativ. Ja, dann hat das Blutgefäß wieder Platz und dann sollte das eigentlich auch mit dem Fitnesstraining kein Problem geben. Ne? Das ungeachtet ist es natürlich so, dass Sie veränderte Durchblutungssituation haben. Also Rauchen ist grundsätzlich schlecht, wenn man Gefäßprobleme hat.
Das ist sowieso schon schlecht, weil sonst kriegt man Gefäßprobleme. Ja, habe ich jetzt durch das Rauchen, jahrelange Rauchen, schon Probleme dadurch bekommen? Oder ist das jetzt nur durch... Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn wir das operieren, werden wir ja sehen, wie die Blutgefäße beschaffen sind. Ne? Auf jeden Fall müssen wir den Platz für das Blutgefäß erstmal machen. Und wenn die Arterie den Platz hat, dass sie da so arbeiten kann, wie sie soll, dass das Blut da durch kann, ist es auf jeden Fall schon mal besser. Ne? Wir werden aber sicherlich dann merken, ob sie Gefäßveränderungen haben oder nicht. Ne? Es ist nicht selten so, dass man im ersten Moment den Patienten nicht von sinnvollen Veränderungen der Lebensumstände überzeugen kann. Das steht auch nicht im Vordergrund. Im Moment war ein akutes Problem, das wir erstmal behandeln mussten. Und es kam mir eigentlich zu Pass, dass er operiert werden musste und damit gezwungen war, über die Situation nachzudenken. Und in diesem Zusammenhang, sich Gedanken zu machen und auf den Körper zu horchen und zu sehen, was passiert, ist sicherlich in Dingen förderlich, sodass man auch in einem zweiten, dritten oder vierten Gespräch noch mal versuchen kann, auf das Rauchen zurückzukommen. Und da sind die Chancen sicherlich besser als beim Erstgespräch. Die OP am Unterschenkel des 37-jährigen Türstehers wird für den darauffolgenden Tag angesetzt. Im Einleitungsraum bereiten Dr. Charlotte Engel und Schwester Anna den Mann gerade auf den Eingriff vor. Doch der ist mit den Gedanken ganz woanders. Der Chirurg kommt auch gleich, mit dem habe ich gerade gesprochen. Der wäscht sich gleich ein im Waschraum. Und dann kümmern wir uns gut um Sie. Haben Sie noch eine Frage? Ja. Ich würde gerne noch eine rauchen, bevor es losgeht. Nein, das geht aber nicht mehr. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Nein, ernsthaft. Das ist mir alles zu stressig. Ich habe mich mit meiner Freundin gestritten und wegen dem scheiß Rauchen. Sie hat sich die ganze Zeit beschwert. Und ja, also ich habe Ihnen ja gestern schon erklärt, dass das Rauchen sehr, sehr negative Einwirkungen auf den gesamten Körper hat. Also es ist nicht nur so, dass die Lunge sich deutlich verschlechtert von ihrem Volumen und von der Atemtechnik. Das ist nämlich für uns Anästhesisten dann auch immer ein Problem. Ne? Das ist ganz anders für mich, Sie zu beatmen als einen Nichtraucher. Und zudem können auch ganz schnell Wundheilungsstörungen auftreten. Von daher würde ich Sie bitten, jetzt natürlich keine mehr zu rauchen, aber auch wenn die Operation vorbei ist, sich wirklich erstmal zu schonen und wirklich der Wunde eine Zeit zu geben, zu heilen. Jede Zigarette ist leider schädlich für Ihren Körper. Jede? Jede. Bisher habe ich das noch nicht erlebt, dass mich ein Patient im Einleitungsraum um eine Zigarette gebeten hat. Das sollte auch so bleiben, denn gerade bei so einer Ausnahmesituation sollte man eigentlich nicht an die nächste Zigarette denken, sondern eher an die Heilung. Fürs Erste hat der Mann keine andere Wahl, als auf die Zigarette zu verzichten. Wie er nach dem Eingriff mit der Sucht umgeht, liegt allein in der Hand des Patienten. Doch als Chirurg Alwin Burger am Mittag nach der OP nach dem Mann sieht, scheint noch kein Umdenken stattgefunden zu haben. Und? Könntest du mir bitte ganz kurz die Jacke geben? Ich weiß genau, was du machen möchtest. Ich gebe sie dir nicht. Schwester, können Sie mir bitte die Jacke geben? Ihre Jacke? Ja, meine Jacke. Ich wollte mal kurz gucken, wie es Ihrem Fuß geht, wenn Sie einverstanden sind. Ja, selbstverständlich. Aber alles gut? Ich erstmal meine Jacke haben. Was willst du dann? Die Zehen sind warm. Ist das Gefühl normal? Wie bitte? Ist das Gefühl normal im Fuß? Spüren Sie das alles? Ja, ich spüre es. Ich spüre es. Gut. Was suchst du denn? Ich suche das hier. Du weißt, was ich... Ich bin eigentlich gekommen, um Ihnen zu sagen, wie die Operation verlaufen ist, aber... Ja. Genau. Und jetzt ich will auch nicht stören. Was? Euro oder so? Ich dachte, Sie frieren. Deswegen habe ich Ihnen die Jacke gegeben. Nein, und mich schon gewundert, weil sie unter dem Plümo liegt. Ich will Zigaretten kaufen. Mein Gott. Pack das jetzt weg. Schatz, bitte. Das ist ein gutes Stichwort bei den Zigaretten. Ich sage Ihnen was über die Operation, danach sage ich Ihnen was zu den Zigaretten. Und dann sagen Sie mir was. Okay? Ja. Zur Operation, alles ist so gelaufen, wie es geplant war. Ja? Wir haben diese Verengung etwas erweitert, die Arterie hat wieder Platz, sodass einem normalen weiteren Leben nichts im Wege stehen sollte. Mit weiterem Fitnesstraining. Das hat doch jetzt das Rauchen nichts damit zu tun. Kann ich doch weiterhin rauchen. Das war A. Jetzt muss man auch B sagen. Wir haben bei der Operation gesehen, dass die Blutgefäße verändert sind. Man kann das sehen anhand der Elastizität der Blutgefäße, der Gefäßwände. Man merkt halt, dass die Gefäße verhärtet sind. Und man könnte, wenn man eine Probe davon nehmen würde, auch sehen, dass da Ablagerungen drin sind. Aber letztlich ist es schon ein sehr deutlicher Befund gewesen. Das habe ich selber so gar nicht vorhergesehen. Obwohl ich vorher davon gesprochen habe, dass wir Schäden befürchten, war ich selber überrascht, wie ausgeprägt das Ganze schon war. Das eine, dieses sogenannte Entrapment-Syndrom, was Sie hatten, diese Verengung hinten, ne, ist die akute Sache, ja, die jetzt die akuten Beschwerden auslöst. Das andere, diese Arteriosklerose, also die Gefäßverkalkung als Folge des Rauchens, ist ein chronisches Problem, das man bei Ihnen im zarten Alter von 37 Jahren schon sehen kann.
Und das ist schon ungewöhnlich, muss man sagen, dass man das so deutlich sehen kann. Ungewöhnlich. Ne? Ja. Ungewöhnlich. Und wird wahrscheinlich unter normalen Umständen wird das natürlich nicht besser. Ja, wenn Sie das von den Beinen noch lange Freude haben wollen, würde ich Ihnen empfehlen, schlagartig mit dem Rauchen aufzuhören. Ja? Weil diese Gefäßveränderungen sind ja nicht nur jetzt da das Problem, wo Sie diese Engstelle am Bein hatten. Ne? Das mit dem Bein, das Problem haben wir ja gelöst. Ne? Aber das ist genauso ein Problem mit dem anderen Bein. Oder an den Armen. Oder im Gehirn. Oder am Herzen. Ne? Und wenn Sie eine Gefäßverengung haben, die irgendwann zu sehr verengt ist, kann es zu einem Gefäßverschluss kommen. Das kann den Verlust einer Extremität bedeuten. Oder ein Herzinfarkt. Oder ein Schlaganfall. Bitte, ey, ja, bitte. Gut. Okay. Wir holen uns irgendwo Hilfe und dann... Ich kann Ihnen nachher ein paar Broschüren bringen, ja? Da können Sie sich beraten lassen. Ja. Das sind so Infomaterial. Und dann lassen Sie sich mal vernünftig beraten. Es gibt immer eine Möglichkeit, damit aufzuhören. Wir haben jetzt, ich muss fast schon sagen, glücklicherweise unter der Operation eben den Eindruck gewinnen können, wie es um seine Gefäßwände bestellt ist. Und wir haben ihm das auch mitgeteilt. Und letztlich ist es so, dass diese Veränderungen sich nicht mehr zurückentwickeln werden. Man kann sie weiter fördern, indem man weiter raucht. Oder man kann dem Rauchen aufhören und zumindest diesen Status so lange wie möglich zu belassen und das Bein so lange wie möglich zu erhalten. Mit der Unterstützung seiner Freundin ist es dem Türsteher gelungen, mit dem Rauchen aufzuhören. Der 37-Jährige ist inzwischen über 2 Monate rauchfrei. Sein Bein konnte er nach einer Physiotherapie wieder problemlos belasten.